Bei einem Umzug hat man es im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Es gibt einfach verdammt wuchtige und unhandliche Teile. Nicht nur zu Hause. Büromöbel sind oft noch eine Nummer größer. Die Möbel sind aber sehr viel schwerer. Und vor allen Dingen hat man auch meistens ziemlich lange Gänge und Wege zu bewältigen. Besonders in Firmengebäuden und in Hochhäusern gibt es solche endlosen Flure. Dann kriegen selbst die Profis lange Arme. Doch eine neue Erfindung rollt heran. Lange Gänge laden nämlich dazu ein, die Lasten zu fahren statt zu tragen. So entstand der Multitrolley. Aha, aber dieses smarte Wägelchen ist wohl kaum für schwere Möbel geeignet. Doch mit dem Kipptrick. Obwohl dieser Tisch dreimal größer ist als der Mini-Möbelwagen, kommt die Sache ins Rollen. Der kleine Kerl schafft sogar unhandliche Sofas. Jeder, der schon mal eine Couch tragen musste, weiß, wie schwer das ist. Nicht für den Multitrolley. Schauen wir uns an, warum er das meistert. Viel ist nicht dran. Ein Stahlrahmen, vier Räder, vier Stützstangen, eine einfache Konstruktion. Und die kommt aus Schweden. Nee, der hat das so begibt, mit den, also direkt um die Blöden. Daniela Patzer aus Leipzig nutzt ihre Sprachkenntnisse, um damit auch bei uns Umzüge zu erleichtern. Denn der kleine Umzugshelfer hat's einfach drauf. Das Prinzip besteht darin, dass man das Möbelstück zwischen diesen beiden Stangen auf beiden Seiten einklemmt. Je nach Transportgut hat man die Möglichkeit, diese Stangen auf dem Raum zu versetzen und mit einem Schnellspanner zu fixieren. Es gibt auch höhere Möbelstücke. Und da hat man dann die Möglichkeit, diese beiden Stützstangen auf dem Raum noch gegen größere Stützstangen auszutauschen. Und so geht's in der Praxis. Der Möbelträger rollt dicht an einen großen Tisch ran und bremst die Vorderräder ab. Dann hebt und kippt er den Wagen und spannt die Tischplatte ein zwischen den Stützstangen. Arretiert wird mit Schnellspannern alles ohne Beschädigung. Dafür sorgen Schutzhüllen. Einziger Kraftakt ist nun das kurze Ankippen des Tisches, bis der Multitrolley wieder auf allen vier Rädern steht. Dann Bremsen lösen und der rollende Transport kann beginnen. Normalerweise müssen mindestens zwei Leute anpacken. Jetzt kommt mit diesem großen Tisch einer zurecht. Voraussetzung für das patentierte Funktionsprinzip ist, dass man Platz zum Rangieren hat. Der kleine Umzugshelfer kann sich durch dazugehörige Platten auch in ein rollendes Regal verwandeln. Sämtlicher Kleinkram ist dann genauso einfach zu transportieren wie schwere Last. Ja, gegenüber zum Tragen ist das eine immense Erleichterung. Und der Kollege, der in dem Moment frei wird, kann sich anderen Aufgaben zuwenden. Stellt sich ganz nach schwedischer Manier schließlich die Frage: Ziehst du noch um oder lebst du schon?